Die Everglades. Der Nationalpark liegt in den Tiefen der Vereinigten Staaten. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da rede. Ich habe keine Ahnung, wo die Everglades sind. Oh mein Gott, sind das überhaupt Berge? Ich denke schon. Ja, willkommen zurück in Skyrim. Irgendwie muss ich die Folge ja anfangen. Man könnte sie auch einfach mit so willkommen zurück in Skyrim anfangen, aber wer macht denn sowas? wir sind mal wieder hier bei dieser Festung. Warum auch immer. Und mir fällt gerade auf, ich habe den Wegpunkt noch nicht markiert, deswegen entfernen wir den mal eben. So. Was wir genau vorhatten, weiß ich mal wieder überhaupt nicht. Wir wollten in die Drachenfeste. Ach ja, wir müssen ja was abgeben. Also wir müssen nicht angeben, nein, wir müssen etwas abgeben. Das ist ein Unterschied. Das verstehen zwar einige Leute nicht, denn wenn sie irgendwas irgendwo abgeben, müssen sie gleich damit angeben, wie toll sie das gemacht haben. Herr Lehrer, gucken Sie mal meine Hausarbeit. Habe ich die nicht schon gemacht? Ach, guck mal, die läuft hier mit einem Korb Blumen rum. Ihr seht scheußlich aus. Steckt mich bloß nicht an. Ich glaube, wir haben eine Krankheit. Könnte man denken. Aber welche? Vampirismus? Knochenbrecherfieber. Das klingt aber echt ungesund. Aber da wir sowieso gerade in der Stadt ist, macht das überhaupt gar nichts. Außer, dass wir uns vielleicht die Knochen brechen. Hallo, Schrein von Talos. Und nun unter den Sternen wandelt. Eolund Graumähne, der alte Haudegen. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder nach Jorvaskr und steigen mal auf, würde ich sagen. Es sieht nämlich so aus, als wären wir schon längst wieder aufgestiegen. Und wir können auch mal das ganze Zwergenmetall einschmelzen. Es gibt so viele Dinge, was wir machen müssten. Einfach mal Magiker, weil wir es so selten nehmen. Wir benutzen es eigentlich überhaupt nicht. Wieso mache ich das? Wie auch immer. Ja, dann schauen wir mal. Schießkunst, einhändig. Ruhe. Das kommt mir so laut vor. Schwere Rüstung. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Schmiedekunst wollte ich gucken. Das könnten wir... Ach nee, Stahl... Hier ist leichte Rüstung in die Richtung. Ey. Zwergische Schmiedekunst, genau. So. Dann können wir wenigstens Zwergensachen herstellen, dann lohnt sich das auch. Skjor sagt, ich hätte Isgramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Diesen Spruch haben wir zum Glück noch überhaupt niemals gehört. Hallo, Farkas. Manche denken, ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Aber euch mag ich. Naja, ich glaube, so 100% der Hellste ist er wirklich nicht, aber so ein absoluter Trottel würde ich jetzt auch nicht gerade sagen. Ich habe mich um das Problem, Zwinker, Zwinker, gekümmert. Und wie ich gehört habe, ist der Kunde zufrieden. Ihr habt gut gearbeitet und den Gefährten einen Dienst erwiesen. Was haben wir gemacht? Ich suche nach Arbeit. Skjor hat vorhin nach euch gesucht. Sprecht so schnell wie möglich mit ihm. Alles klar, machen wir. Ich denke, wir müssen einfach bei allen drei, die uns genannt wurden, Aufgaben ohne erledigen. Wigner wäre ich jetzt tot. Echt faszinierende Geschichte. Ja. So. Nebenbei meint eine Kleinigkeit zu dem neuen Mikro. Es hatte den geringfügigen Nachteil, ich habe keinen Button mehr, mit dem ich mich eben muten kann. Das heißt, falls ich mal irgendwie vergesse... dann ein Niesen oder so zu, im Nachhinein sozusagen zu entfernen, bitte ich das zu entschuldigen. Ich hoffe mal, ich denke dran, wenn jemand reinkommt und mir plötzlich anfängt zu reden, obwohl dann unterbreche ich meistens sowieso die Aufnahme, aber naja, ne? Ich hoffe, das vergesse ich dann nicht zu entfernen, es wäre weniger schön. Skjor! Ah, da seid ihr ja. Kannst du dich bitte ganz zu mir umdrehen, wenn du schon mit mir redest? Er dreht sich absichtlich zur Seite, das ist echt... Naja, du wolltest was von mir? Ja, für dieses Mal habe ich etwas geplant, was ein wenig anders ist. Aber das muss nicht jeder hören. Trefft mich heute Nacht in der Tiefenschmiede. Verdächtig, verdächtig. Wo finde ich die Tiefenschmiede? Ah ja, ihr habt sie ja noch nicht gesehen. Unter der Himmelsschmiede, wo Eorlund arbeitet. Die Tür ist verborgen, aber ich zeige euch den Weg. Nö, das brauchen wir nicht wissen. Dann gehe ich mal. Ohren haben wollt, solltet ihr so tun, als sei dem nicht so gewesen. Zeigt er uns jetzt den Weg, oder? Ist das nicht erlaubt?
Es ist nicht wirklich verboten, aber trotzdem stimmt es nicht. So viel dazu. Ja, lass dir Zeit, kein Problem. Ich glaube, er zeigt uns gerade nichts. Außer geht jetzt gerade wirklich in die Richtung. Wo könnte denn hier ein versteckter Eingang sein? Müssen wir den dritten Backstein zur Linken drücken? Wieder ein Zitat nebenbei bemerkt. wir ziehen einfach an diesem Seil. Nein? Dann... Oh, er ist schon stehen geblieben. Alea wird in Kürze bei uns sein. Sobald sie drin ist, können wir ihr folgen. Ja, sie ist schon drin. Wie kommen wir da jetzt rein? Seid ihr bereit? Ich weiß nicht wofür, aber meinetwegen. Was ist das hier für ein Ort? Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Jorvaskr ist das älteste Gebäude in Weißlauf. Okay, okay. Die Himmelsschmiede war schon lange vor ihm hier. Und die Tiefenschmiede nutzt uralte Magie, die älter als Menschen oder Elfen ist. Na, endlich. Wir bringen euch hierher, um euch stärker zu machen, Jungblut. Dann mal los. Sie drücken uns heißes heißen Stahl auf die Haut. Dann, let's go inside. Die Wand ist natürlich aus Pappmaché, deswegen geht die so einfach auf. Ich hoffe, dass ihr Ayela auch in dieser Form erkennt. Sie hat sich bereit erklärt, euer Ahne zu sein. Alter. Kannst du mich in der Schießkunst unterrichten? Ich zeige euch, was ich weiß. Wir machen dies im Geheimen, weil Kotlak zu ist inzwischen teuer. Und schon können wir uns keins mehr leisten. Das uns gegeben wurde. Also gut. Was jetzt? Er ist der Meinung, dass wir verflucht wurden. Aber wir wurden gesegnet. Wie kann etwas, das diese Macht verleiht, ein Fluch sein? Also nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Warte, was? Das kommt jetzt überraschend. Ich glaube auch, das soll ich noch nicht. Ich glaube, damit würden wir seinen Missfallen erregen. Ich weiß es noch nicht. Nur, ist ja erstmal nur eine Frage. Eure Entscheidung. Wir werden euch nicht zwingen. Aber wenn ihr dem Zirkel beitreten möchtet, muss euer Blut wie das unsere sein. Ihr findet uns hier, sobald ihr bereit seid. Ich wüsste ja gerne erst, was es für Folgen hat, aber... Wisst ihr was? Wir machen es einfach so. Wir speichern jetzt einfach und machen es dann einfach. Wir sehen es ja dann. Also gut. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Klar. Nun denn. Schneidet er sie jetzt? What the... Oh, Alter, die blutet aber ganz schön schnell und stark. Ich muss ja nicht irgendwie noch sagen, was ich machen soll. Ich weiß es also automatisch, okay. Trinken wir jetzt, oder? Bestiengestalt hinzugefügt. Hätte nie herkommen sollen. Entschuldigung, Fandal, das wollte ich nicht. Entschuldigung, Moment. Das war eine Reflexhandlung, plötzlich kam diese epische Musik und ich bin durchgedreht. Tut mir leid, Fandal. Ja. Bitte nochmal. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tier eure Entscheidung? Ach nee, ihr findet uns hier. So. Nun denn. Ja, schlitz sie schon auf. Los, schneller, mach schon. Dieser epische Moment, der wird einfach jetzt komplett ruiniert dadurch. Und was ist hier? Nochmal ganz kurz. Schnitt und... Das sieht so übertrieben aus. Na komm. Ich dachte, das sollte man erst machen, wenn man schon aufgestiegen ist.
Beziehungsweise, wie werde ich das wieder los? Ich gehe einfach mal wieder rein. Aber cool, das kann ich wirklich noch gar nicht. Hier geht's wieder nach Weißlauf. Und was ist hier rechts? Ach, hier gibt's einen direkten Ausweg nach Himmelsrand? Cool. Die Gefährten. Und der hat auf seinem Kopf die zwei Türme. Nö, will ich nicht. Na. Wir sind entkommen. Vor was weiß ich nicht, aber... Dürfen wir so überhaupt rumlaufen? Ich bezweifle es ein bisschen. Huh. Was denn jetzt? Hallo? Hä? Was? Seid ihr... Eure Verwandlung war nicht das, was man einfach nennt. Aber ihr lebt noch. Gratulation. Wir haben sogar eine Feier für euch geplant. Eine Gruppe Werwolfjäger hat drüben beim Galgenfelsen ihr Lager aufgeschlagen. Die Silberne Hand. Ich glaube, ihr kennt sie bereits. Wir werden sie alle abschlachten. Jeden Einzelnen. Klingt gut. Skjör ist bereits als Kundschafter vorgegangen. Ein Festmahl bei den Werwölfen am See. Was genau ist gerade passiert? Das möchte ich auch gerne wissen, weil es so verwirrend ist gerade. Ihr wurdet als Teil des Rudels neugeboren, Schwester. Fast beneide ich euch. Das erste Mal ist immer am intensivsten. Sie redet gerade noch von der Verwandlung zum Werwolf. Ihr habt uns sogar mehr Schwierigkeiten bereitet als damals Farkas bei seiner ersten Verwandlung. Ich glaube, ich habe wirklich was falsch... Also, tut mir jetzt wirklich leid, aber das muss einfach sein. Also, irgendwie mache ich hier gerade Käse. Ginge das hier auch? Gut, wir sind gerade verwandelt und gehen nochmal raus. Heißt es, wir dürfen die Leute angreifen? Cool. Weil eigentlich haben wir überhaupt keine Schwierigkeiten gemacht. Das würde ich ja wenigstens schon auskosten, ne? Aber wir können der Gestalt nicht springen, habe ich festgestellt. Und da rein dürfen wir irgendwie auch nicht. Hallo. Alter. Aber wieso sind wir überhaupt draußen? Also irgendwie stimmt doch hier irgendwas nicht. Vor mir nicht verstecken. Okay. Immer noch verwirrend, aber gut. Ah, der Schild sieht doch mal schnieke aus. Er gilt als einer der Schwächsten und in den Drehtraub wurde er als Drachen dargestellt. Was? Okay, das erklärt zumindest einiges. Aber wie kommen wir hierher? Ich dachte schon fast, dass ihr nie mehr zurückkommt. Was? Jetzt bin ich noch verwirrter als eben. Eure Verwandlung war nicht das, was man einfach nennt. Aber ihr lebt noch. Gratulation. Gut, das kennen wir schon. Wir haben eine Gruppe wie die Silberne. Wir werden sie nach euch. Skjör ist bereits als Kundschafter vorgegangen. Okay. Was ist gerade passiert? Ihr wurdet als das kennen wir fast auch. Ihr habt uns sogar mehr Schwierigkeiten bereitet als damals Farkas bei seiner ersten Verwandlung. Bin ich jetzt ein Werwolf? Ihr habt das Blut des Wolfs in euch, aber ihr müsst Kraft sammeln, bevor ihr es erneut nutzen könnt. Seid aber vorsichtig dabei, wo ihr es tut. Es gibt Feiglinge in diesem Land, die den Anblick des Ruhmes nicht ertragen können. Ja, ich wäre auch ein bisschen panisch, wenn mir plötzlich so ein Ding entgegenkommt. Was bedeutet es, ein Werwolf zu sein? Nichts. Bis ihr euch entscheidet, eure Gabe zu nutzen. Sehr gut. Dann, nun ja, kommt man auf den Geschmack. Man wird stärker, schneller.
Aber es hält nicht lange an, wenn ihr es nicht mit dem Blut eurer Feinde nährt, sofern ihr euch darauf einlassen möchtet. Je mehr wir uns sättigen, desto stärker werden wir. Und vielleicht entdecken wir noch weitere Gaben von Hesine. Gibt's ein Heilmittel? Interessiert mich doch nicht. Heilmittel? Ihr hört euch an wie der Alte. Ich sollte sowas nicht sagen. Ich liebe Kotlak. Ich respektiere ihn und folge ihm. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber in diesem Punkt hat er Unrecht. Das ist kein Fluch. Wir sind die mächtigsten Jäger im gesamten Land. Wenn er sich wegen seinem metschlürfenden Leben nach dem Tod Sorgen machen will, dann ist das seine Sache. Ich genieße lieber den Ruhm der Jagd. Wohin gehen wir? Die Silberne Hand hat die alte Festung am Galgenfelsen übernommen. Die sind immer herrlich leichte Beute. Gut, klingt akzeptabel, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Das ist ganz gewiss ungewöhnlich. Bis gleich!